herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute nehme ich Sie mit in die Universitätsstadt Göttingen, genauer in den Dorfkern von Holtensen. Denn hier befindet sich seit 1999 eine Gipsmanufaktur. Gips verbinden die meisten von uns sicher mit Tafelkreide, einem Verband oder mit der Füllmasse, die Löcher in der Wand stopft. In jeder Hinsicht schon mal nützlich. Hier in der Manufaktur jedoch verwendet man Gips, um daraus kleine Kunstwerke herzustellen. Ein breites Sortiment an Wohnaccessoires und Geschenkartikeln wird hier gefertigt. Und was der griechische Geschichtsschreiber Homer mit all dem zu tun hat, das zeige ich Ihnen jetzt. Gips ist ein gesteinsbildendes Mineral und eignet sich somit hervorragend als Baustoff. Man kann sich also vorstellen, dass sich damit fast theoretisch jede Form gießen lässt. Und so zum Beispiel auch diese ganzen Modelle, die man hier schon sieht. Und das alles so schön formvollendet aussieht, dafür ist Gisa Köfgen zuständig. Hallo. Hallo Marie. Gisa, ich freue mich hier zu sein. Das sind ganz schön viele Modelle, die man sieht. Sind das alles deine Ideen, die du dann mal verwirklicht hast? Teils, teils. Also manche Sachen sind auf meinem Mist gewachsen, sozusagen mein Design. Andere Sachen sind aber auch einfach klassische Vorlagen, die so im Umlauf sind. Zum Beispiel Wandkonsolen wird man auch anderswo sehen in dieser oder ähnlicher Form. Wonach entscheidest du dann, was dann schlussendlich zu Gips wird? Naja, zum einen muss es mir gefallen, aber da ich davon lebe, muss es sich auch verkaufen lassen. Klar. Nicht alles, was mir gefällt, wird dann auch automatisch ein Hit. Ich verstehe. Ich erinnere mich ganz stark an Engel. Das war eine ganze Zeit lang sehr, sehr modern. Ja. Gibt es da auch so eine Art Mode, irgendwas, woran du dich orientierst? Engel war eine ganze Zeit lang modern, ist es auch immer noch. Zu Weihnachten ein bisschen mehr, aber durchaus auch übers ganze Jahr. Da wir aber jetzt sehr viel online verkaufen, bieten sich die Engel irgendwie nicht so an. Da verkaufen sich gut Sachen, die man eben nicht überall kriegt im Geschäft in der Stadt. Zum Beispiel unsere Büsten verkaufen sich online wieder besser. Ist das ein beliebtes Produkt eigentlich tatsächlich, Büsten? Weil damit hat man ja so sehr viel eigentlich nicht zu tun, ne? Es sei denn, man ist so sehr kunstverliebt. Genau, also ich denke, die Menschen, die es online bei uns kaufen, das sind eher wirklich musikbegeisterte Menschen oder Menschen, die selber Musik machen, die einen Bezug haben. Mhm. Auf dem Weihnachtsmarkt hat man auch so Szenen, dass Leute sagen, ach guck mal, der sieht ja lustig aus, der passt doch da bei uns in die Nische. Also wird dann auch mal nach Größe gekauft und nicht, wer ist denn das eigentlich? Und du persönlich hast einfach mal damit angefangen und das dann professionalisiert oder wie kamst du persönlich auch zum Gipsgießen? Es ist aus dem Hobby entstanden. Also ich hatte ein Gipsding und wollte davon zwei haben. Es war damals eine Wandkonsole und dann habe ich rumgetüftelt. Wie macht man das? Wie kann das gehen? Das muss man doch irgendwie. Und dann hat sich das entwickelt. Mhm. Und es ist peu à peu wirklich über lange Jahre immer mehr geworden. Das ist toll. Gips ist ja eigentlich weiß oder durchsichtig. Wie kommen jetzt hier auch Farben zustande? Jetzt hier so ein bisschen Terrakotta angehaucht. Gips ist weiß, genau, je nach Qualität auch ein bisschen gräulich. Unserer ist sehr rein weiß. Diese Farbe kommt zustande, indem wir einfach beim Anrühren Farbpigmente in Pulverform zufügen. Mhm. Aus dem Künstlerbedarf sind das so mineralische Farbpigmente, die man dann mit reinrührt. Manchmal entstehen dann auch so ganz interessante Verläufe, wenn sich die Farbe nicht so ganz gleichmäßig verteilt. Und da haben wir uns so standardisiert auf einen Cremeton. Das ist so ein ganz leicht abgetöntes Weiß. Man sieht gar nicht so einen großen Unterschied, aber es ist eben nicht dieses harte Weiß. Das mögen manche Leute lieber. Ja. Und halt so ein Terra-Aprikoton. Und Fantasieartikel sind auch sehr beliebt, wie ich sehe. Das, das sieht sehr ulkig aus. Eindeutig auf meinem Mist gewachsen. Was hat es damit auf sich? Ich fand es einfach witzig. Ich wollte schon immer was mit Körperteilen machen. Haben uns dann von einer Modelleurin Augen modellieren lassen, die wir dran kleben. Also es gibt im Grunde genommen dieses Grundmodell, was wir dann je nach Wunsch mit Körperteilen dekorieren. Witzig. Das sind jetzt kleinere Artikel. Ich bin ganz gespannt. Wir wollen ja etwas Großes machen, nämlich so eine Büste. Wen nehmen wir uns da vor heute? Wir nehmen Homer. Homer? Homer ist unser größter Gießling. Okay. Da braucht man Kraft. Und besondere Persönlichkeiten sind da ja trotzdem. Musik haben wir schon angesprochen. Wer ist da noch im Sortiment an Persönlichkeiten? Also wir haben auch so Denker, Philosophen. Als Deutscher braucht man natürlich den Goethe, der steht da oben im Regal.
Und ja, moderne Büsten, denken wir drüber nach, muss man aber eben auch immer Vorlagen haben. Da ein entscheidender Punkt, finde ich, weil ja. Da kann man ja nicht nach Fantasie einfach irgendwas formen, weil die sahen ja tatsächlich mal so aus. Wie macht man das? Nimmt man sich da ein Bild und formt das danach oder wie läuft Nein, das ab? Also es gibt klassische Vorlagen, die einfach schon im Umlauf sind, ja. Die man nehmen kann. Man muss aber tatsächlich darauf achten, dass man nicht irgendwelche vorhandenen Rechte da verletzt. Mhm. Es kann auch manchmal heikel sein, es ist uns auch schon mal passiert, dass wir einfach wieder besseren Wissens wen gemacht haben, wo wir nicht dran durften. Da gab es dann einen netten Hinweis und haben wir den sofort aus dem Verkehr gezogen. Ach so, das dann auch, ja. Okay. Mhm. Legen wir los. Ich greife mal spontan ins Gips rein, so ein bisschen wie Mehl. Ich habe jetzt Astrid Freche dafür bei mir. Nochmal zum Verständnis, Gips als Material, was zeichnet es generell aus? Das Modelliergips, mhm. Lässt sich schön abformen. Und da gibt es ja verschiedene Arten auch. Was verwendet ihr hier für einen Gips? Das ist nur Alabaster-Modelliergips. Wir haben aber auch noch einen Keramingips, der ist viel weißer und für kleine Sachen geeignet. Mhm. Lässt sich noch besser abformen, weil er viel flüssiger verarbeitet wird. Okay. Und Alabaster-Gips als solches, wie kann man den noch unterscheiden? Gibt es da so ein Merkmal, wo man genau erkennt, ah ja, das ist schon was anderes als das herkömmliche? Nö, eigentlich nicht. Also man sieht den Unterschied zu Polyresin oder Plastik zum Beispiel, weil er halt eine andere Farbe hat, eine andere Wertigkeit, mhm. Anders aussieht. Mhm. Wir wollen den jetzt zusammenrühren, anrühren. Was kommt dann noch dazu, dass es dann diese Masse wird letztendlich? Nur Wasser. Nur Wasser? Nur Wasser. Und wie muss die Konsistenz sein? Wie ist so das Verhältnis? Kann man das sagen oder ist das ein bisschen Geheimnis? Gibt es da was? Wie Pfannkuchenteig. Wie Pfannkuchenteig. Okay. Und wenn man jetzt dann diese verschiedenen Farben, wie wir sie so ein bisschen gesehen haben möchte, würde jetzt dann schon da dieses Pigment auch mit zugerührt werden? Ja, das würde jetzt ins Wasser vor dem Gips, damit sich das schön verteilt. Mhm. Ist ja ein bisschen klumpig und damit man nachher nicht diese Riefen hat bei so Sachen wie bei Büsten, also die machen wir sowieso nur in Weiß, aber mhm. Damit man da nicht die Riefen hat, würde man das ins Wasser rühren, damit die Klumpen alle weg sind. Toll. Interessant. Dann rühren wir an. Rühren wir an. Masse muss jetzt natürlich in die entsprechenden Formen gegossen werden und da haben wir jetzt schon mal eine Beispielform zur Ansicht. Die ist noch relativ locker und nicht ganz so filigran, wie man sieht. Was genau haben wir hier? Da haben wir die Silikongießform von außen. Mhm. Von innen sieht sie natürlich ganz anders aus, weil der Gießling soll ja dann auch eine schöne Büste werden. Das ist jetzt sozusagen das Negativ. Das stelle ich mir schwierig vor. Machst du das selbst auch? Ich stelle die Form selber her, ja. Das ist nach einer ausgebufften, über Jahre entwickelten Technik. Das ist nicht so ganz leicht. Der Formbau ist wirklich langwierig, aber es lohnt sich, weil es dann einfach qualitativ gute Formen ergibt, so wie ich es jetzt mache. Mhm. Und wir die auch, ehrlich gesagt, lange nutzen können. Das ist es dann wert. Wie viele Formen hast du so? So rund 200, glaube ich. Oh, ist schon eine Menge. Ja. Auch manche Sachen, die man dann nach einer Weile nicht mehr gießt, aber sowas wirft man nicht weg. Das kommt dann vielleicht mal wieder, kann man immer noch mal brauchen. Klar, hält sich so eine Form eigentlich ewig oder muss man die auch immer wieder erneuern? Das ist ein sehr guter Silikon, der also auch nicht schrumpft. Ich habe mal einen anderen probiert, da wurde das Ding auf einmal über die Monate kleiner. Das will man dann natürlich nicht, dass ich dann den Homer nach 10 Jahren mal wieder raushole. Und dann ist er auf einmal viel kleiner. Nein, der ist sehr formstabil, der ist auch sehr reißfest und natürlich nach einer gewissen Anzahl von Gießlingen muss man dann unter Umständen auch mal eine neue Form machen, gerade wenn es ein Gießling ist mit vielen Hinterschneidungen, wo der Silikon sehr beansprucht wird. Mhm. Aber die halten schon lange. Ne? Interessant. Und der muss ja dann noch ein bisschen stabiler werden, ne? Damit das Gips dann nicht rausläuft. Also erstmal hat er ja einen Schnitt, das ist ja schon mal ein Problem. Ja. Ne? Weil brauchen wir aber, sonst kriegen wir den Gießling nicht raus. Denn der Kopf ist ja dicker als der Hals. Ja, der wird für den Guss mit einer einfachen Tüte verschlossen. Und dann kommt die Form hier in so einen Gipsklotz zum Stabilisieren. Mhm. Das ist ein mehrteiliger Klotz, der wird dann zusammengesetzt. Das kann man sich ungefähr vorstellen, denke ich. Ah ja, ich verstehe, klar. Kriegt also dann Halt von außen. Hier oben kommen nochmal zwei Teile dann drauf. Mhm. Dann sitzt das alles schön fest zusammen und
oben kann reingegossen werden. Das muss ja sicherlich schnell gehen, weil der Gips wird ja auch irgendwann hart, wenn er angerührt ist. Man hat eine begrenzte Verarbeitungszeit, genau. Wenn der Gips jetzt angerührt ist, dann muss das auch einigermaßen rucki-zucki gehen. Und muss man noch auf was achten, wenn man den Gips jetzt eingießt? Weil es darf ja dann keine Blasen, Löcher etc. geben, ne? Also es ist nicht damit getan, dass man einen Eimer Gips nimmt und plupp rein und tschüss sagt und wartet, bis es abgebunden hat. Dann hätte man einen ganz hässlichen Gießling mit jeder Menge Luftblasen. Also man muss schon Hand anlegen. Wir gehen tatsächlich immer mit der Hand in die Form rein. Und streichen nochmal von innen aus. Dann kann man also dem Homer von innen in die Nase fassen und macht so die Gips, die Luftblasen mobil und die steigen dann auch. Ich verstehe. Mit dem Eimer finde ich es ziemlich grob, das Ganze zuzugießen. Ihr habt ja auch kleine Formen. Wie macht ihr das dann? Für den Homer brauchen wir zwei kleine Eimer voll Gips. Wenn wir kleine Engelchen gießen, dann haben wir hier so einen Portioniertrichter. Da wird dann oben der Keramingips reingefüllt. Und dann kann man ihn hier portioniert rauslaufen lassen. Ich verstehe, okay. People talk about me, baby. Talk about me bad too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. And I want you to know, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner. Liebe Zuschauer, etwa eine Dreiviertelstunde muss der Gips jetzt abbinden. Wir machen derweil eine kurze Pause und danach werden Sie erfahren, wie die Homer-Büste dann fertig aussieht. Und es gibt auch wieder etwas zu gewinnen, also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Ich bin heute in Göttingen zu Gast in der Gipsmanufaktur von Gisa Köfgen. Hier werden hochwertige Wohnaccessoires hergestellt aus Gips. Wir sind auch noch mitten im Entstehungsprozess. Unser Homer ist immer noch ziemlich eingebaut. Wie sieht das generell aus, Gisa? Das Interesse so an Gipsfiguren dieser Art? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also wir verkaufen querbeet alles Mögliche. Gipsbüsten, die laufen ganz gut, übers Internet vor allen Dingen, aber auch Herzartikel, wir haben sehr schöne Bilder mit Herz, Tischdeko für eine Hochzeit, das sind so die meistgefragten Sachen. Hast du mal mitgezählt, wie viele Artikel kommen da so zusammen im Monat? Na, bei uns gehen schon so 5, manchmal auch 10 Pakete am Tag raus und in der Vorweihnachtszeit deutlich mehr. Mhm. Das ist einfach die Hauptsaison. Klar. Wie ist das, wenn Wünsche von Kunden auch zu euch herangetragen werden? Habt ihr da die Möglichkeit, darauf zu reagieren? Könnt ihr auch Kundenwünsche gießen? Kommt immer darauf an, ob das eine Idee ist, die für uns umsetzbar ist. Mhm. Also was wir zum Beispiel immer mal machen, sind so Werbegeschenke. Mhm. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden, das war ein Busunternehmer, der hatte 100-jähriges Jubiläum und wollte für die Kinder, die er transportiert, so eine Malaktion machen. Er bekam also jedes Kind dann so einen Bus, der dann angemalt werden sollte. Sowas machen wir natürlich gerne. Wenn jetzt jemand von seinem Opa gerne eine Büste hätte, dann ist er bei uns nicht gut aufgehoben. Dann müsste er zum Modelleur gehen. Ja. Wir sind ja keine Modelleure, wir sind im Grunde Handwerker. Mhm. Verstehe. Aber es ist interessant zu wissen, dass man auch da durchaus das eine oder andere umsetzen lassen kann. Wir wollen jetzt entformen, so heißt es. Der Gips ist so gut wie trocken. Ich habe mal angefasst, es ist relativ warm, wird das. Ne? Warum ist das so? Ja, wenn der Gips mit dem Wasser in Berührung kommt, setzt sich eine chemische Reaktion in Gang und dabei wird dann Wärme frei. Und wenn der Gießling warm wird, dann weiß man, jetzt ist es soweit, jetzt ist der Abbindeprozess um und wir können ans Entformen denken. Ich verstehe. Wie läuft das generell ab bei euch? Gießt ihr täglich oder sammelt ihr Aufträge und macht dann mal so einen richtigen Gießtag? Wir gießen täglich, aber tatsächlich vorausschauend. Also es wird jetzt nicht, es kommt eine Bestellung für einen Beethoven rein und dann gießen wir einen Beethoven. Das wäre ein wenig unökonomisch. Ja. Wir gießen zum Beispiel zwischendurch einfach jetzt schon mal für die Weihnachtssaison auf Vorrat und haben so die gängigen Sachen einfach immer liegen. Und wenn der Vorrat kleiner wird, dann werden eben mal wieder 30 bis 50 Stück gegossen. Verstehe, klar. Gut, ich bin gespannt.
Die Büste ist entformt, sie ist ja nahezu fertig. Mhm. Ist mir wieder eine Überraschung, glaube ich, oder? Wenn man das Ganze dann wieder entmantelt, sage ich mal. Er ist da. Er ist da. Damit ist es jetzt aber noch nicht getan, nicht wahr? Wie geht es weiter? Ihr müsst das ja sicherlich jetzt noch fein arbeiten. Also die Form ist ja eine geschlitzte Form. Das heißt, die Büste hat hier ihre Naht. Mhm. Die muss versäubert werden. Das wird im nassen Zustand einfach mit einem Messer oder einem anderen Werkzeug beigekratzt. Mhm. Und dann aber später, wenn er trocken ist, auch nochmal mit einem feinen Schleifpapier übergeschmirgelt. Mhm. Und dann schaut man sich den ganzen Kerl nochmal an. Der Homer hat typischerweise immer irgendwo im Bad so kleine Knubbel, die macht man dann noch raus. Ja. Und kontrolliert, ob nicht doch irgendwo eine Luftblase ist. Die kann man dann noch ganz gut kaschieren. Mhm. Außerdem hat er an der Unterseite, haben alle Figuren immer einen Grat. Den muss man entfernen, damit er auch kippfrei steht. Einfach richtig fest und gerade. Mhm. Es ist ziemlich schwer. Wie robust ist es jetzt generell, wenn man jetzt auch ans Dekorieren zu Hause denkt? Was ist da möglich? Also der Wind wird ihn nicht umpfeifen. Wenn ich ihn nehme und einfach aus dieser Höhe auf den Steinfußboden fallen lasse, wird er zerbrechen. Mhm. Das ist einfach so. Klar. Wenn er einfach mal im Regal umkippt, bricht vielleicht eine Ecke ab, er wird aber nicht zerbrechen. Mhm. Aber die Sachen, die wir herstellen, sind ja jetzt auch keine Gebrauchsgegenstände, sondern Dekorationsgegenstände. Man hängt sie hin, man stellt sie hin und dort sind sie dann. Klar, ich verstehe. Wie sieht es aus mit drinnen oder draußen? Kann ich so eine Figur auch in den Garten stellen? Jein. Gips ist grundsätzlich wasserlöslich. Mhm. Das heißt, ein Regenguss, dann ist er jetzt nicht verschwunden, aber im Laufe von Monaten und Jahren wird er rau und er wird auch schmutzig, weil Regenwasser einfach schmutzig ist. Ja. Mögen die Leute vielleicht nicht so. Also grundsätzlich ist es was für drinnen. Wenn man partout etwas nach draußen stellen möchte, sollte man ihn rundherum mit einem wasserfesten Lack lackieren, am besten einen matten Lack, einen weißen Lack nehmen, damit dieser Charakter erhalten bleibt. Mhm. Und wichtig, auch unten drunter lackieren, sonst steigt nämlich die Nässe von unten rein. Rein, ich verstehe. Also Lack ist möglich aufzutragen. Ja. Wie sieht das aus, wenn jemand ganz crazy ist und das jetzt gerne bemalen möchte, irgendwie mit pinker Haut und roten Haaren? Wie sieht das aus? Ist auch sowas möglich? Ja, ich meine, ist Geschmackssache. Das ist grundsätzlich möglich. Man kann eigentlich ungefähr jede Farbe verwenden, also angefangen von Aquarell über Wasserfarben, Acrylfarben. Kommt ein bisschen drauf an, was man für einen Effekt haben möchte. Gips nimmt Farbe gut an. Und man muss ihn auch noch nicht einmal vorher grundieren. Manche Leute haben die Vorstellung, der Gips saugt die Farbe dann so ein und dann ist sie weg. Ja. Deswegen müsse man grundieren. Das stimmt gar nicht. Es ist grundsätzlich möglich, aber Geschmackssache. Klar, wie alles. Unsere Büste sieht fertig aus, ist sie aber noch nicht ganz. Was muss jetzt noch passieren? Ja, sie muss noch trocknen. Das kann bei Homer, der ist ja sehr groß, mal 3 Wochen dauern. So lange? Je nach Wetter. Letztlich kommt es auf die Luftfeuchtigkeit an. Mhm. Ne? Kleinere Sachen, die sind auch schon mal in einem Tag trocken. Da rede ich aber jetzt von ganz kleinen Engelchen. Ich verstehe, klar. Warum kann man da jetzt zum Beispiel nicht nachhelfen und die zum Beispiel auch brennen? Das wird ja grundsätzlich nicht gebrannt. Warum ist das so? Brennen ist nicht erforderlich. Der Gips trocknet einfach so an der Luft. Man könnte natürlich einen Trockenschrank verwenden, aber das ist ja energetisch nicht schlau und kostet einfach viel zu viel Geld. Mhm. Man kann ja vorausplanend produzieren und dann sind die Sachen eben zum richtigen Zeitpunkt trocken. Zum richtigen Zeitpunkt findet man sie dann wo? Vor allen Dingen eigentlich im Internet inzwischen, in unseren Internetshops, in den
üblichen Portalen und wir haben auch einen eigenen Shop. Und hier in Göttingen sind wir auf dem Weihnachtsmarkt schon lange, lange Jahre. Ah, dann wird man euch bestimmt kennen, liebe Zuschauer. Vielleicht ist so eine Büste ja auch schon immer mal was, was Sie sich hinstellen wollten, hatten nur noch nie die Gelegenheit, sie sich irgendwie zu kaufen. Besonders Klassik-Fans werden sich jetzt freuen, denn wir verlosen heute eine Büste. Und zwar ist es der gute Herr Beethoven. Ja, also sie sieht sehr hübsch aus, finde ich. Ihr guckt ein bisschen mies rein, aber das war er sicherlich als Zeitgenosse. So ist er. Liebe Zuschauer, alles, was Sie dafür tun müssen, ist mal wieder eine Frage beantworten. Und die Frage, die lautet heute: Aus welcher Gipsart besteht unsere Büste? Ist es A, Alabaster-Gips oder B, Alabama-Gips? Wenn Sie gut aufgepasst haben, dann sollte die Lösung ja auf jeden Fall lösbar sein. Schicken Sie Ihre Antwort an gewinnspiel@fan-television.de und ansonsten wie immer alle Infos auf www.fan-television.de. Gisa, an dieser Stelle sage ich vielen herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr uns das alles so schön gezeigt habt heute. Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Viel Spaß weiterhin, liebe Zuschauer. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just can't